So, das ist der Testaufbau mit 12 Volt von diesen Schaltbausteinen. Also, angeklemmt ist einmal hier 12 Volt plus minus auf den äußeren Anschluss ist der Minus, dann kommt der Plus und auf dem mittleren Verschraubung ist einmal Minus, Dauerminus, also das Massepotenzial, und ich schalte jetzt mit dem zweiten roten auf den zweiten mittleren Masse, wie unten im Bild zu erkennen als Startsignal. Im Out-Ausgang ist die Mitte belegt mit dem Plus der LEDs und die äußeren mit den jeweils mit dem Masseausgang, der hier geschalten wird. Über die Drehpotis kann man dann sehen, wie man die Zeiten verändern kann. Also ich schalte jetzt einfach mal ein. Na, kommt mal ran. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum auch immer. Jetzt. So. Und der schaltet auf den anderen Ausgang. So, und jetzt werden wir das verdrehen. Durch den Schraubenzieher drunter legen, können wir das nicht. So, jetzt machen wir hier die Zeit mal ganz kurz. Die erste Schaltzeit. Und zack, zack. Und die letzte hält er wieder. Na? So, jetzt können wir natürlich auch die erste etwas länger nehmen und die zweite Schaltzeit verkürzen. So, und nochmal. Und zack, die erste hält er lang, die zweite dann dementsprechend kurz. Also ideal, um kombinierte Funktionen zu schalten.